Ja, Rom wächst, das Weströmische Reich in dem Fall. Was, wir haben wieder dänisches Faction. Ach, die bauen wieder. Lasst mich raten, es ist Viterbo. Wir führen Krieg gegen da oben, Norden und so. Weil irgendwie konnte ich die Ansprüche der Alten jetzt doch durchsetzen, was ich nicht ganz verstehe, da eigentlich Frauen nicht wirklich so gerne gesehen sind bei uns, aber egal. Möchte mich jetzt hier natürlich auch nicht beschweren. Mit Alba sind wir nicht im Krieg, ne, nur mit den Grünen. Wir haben auch schon ein, zwei Schlachten geschlagen. Ich schlage mal nochmal ein, zwei Schlachten nebenbei. Nicht mal gewollt. Oh. Da gibt es eine große Zusammenstellung aus estlichen Truppen. Die haben wir jetzt verloren. Machen kurz Folgendes. Belagerung abspalten, denn ich denke, dass jetzt hier gleich die nächste Schlacht stattfinden wird wahrscheinlich, oder? Ne, noch nicht. Aha. Na gut, dann marschieren wir mal da runter, weil die sind ja auch mit uns im Krieg. Ja. Gibt es mal kurz Rache. Für die Niederlage. Und dann marschieren wir einmal zur Hauptstadt. Ah, ne, die marschieren dorthin. Unsere Kollegen abfangen. Können wir auch. So. Ne? Eine Schlacht verloren, vier gewonnen. Das ist nur das Problem, was wir jetzt wieder haben. Ihr seht das schon. Error 404, Versorgung not found. Wird auch nicht besser auf den ersten Blick. Kurz weiter aufteilen. Brauchen erstmal unbedingt Essen und Trinken, weil sonst verrecken die mir alle. Natürlich werden die sich jetzt auch wieder ein bisschen regenerieren. Also erholen. Das heißt, kann wieder passieren, dass wir dann trotzdem noch unter dem Limit bleiben. Wieder übers Limit rutschen, dann wieder keine Versorgung bekommen. Und natürlich. Ne? Natürlich. Wo seid ihr denn? Wir müssen ja irgendwo hier irgendwo rumgammeln. Da sind sie wieder. 1400 Mann. Gucken, ob ich hier überhaupt Soldaten habe, die ich ausheben könnte. Ja, doch, wir haben wieder 1100 Mann. Auf geht's. Schau, ob das langt, diese 1100 Mann gegen die ihre 1400 Mann. Scheiße, haben wir hier das Problem, was ich gerade gemeint habe. Ah, hier gibt es eine Schlacht. Ach, die sind auch mit anderen im Krieg scheinbar. Ah, hier kommt der Schöne. Das ist hervorragend. Das ist nämlich schon mal ein positiver Trade quasi. Für unseren Glauben, das erhöht unsere Meinung mit allen anderen Charakteren. Deswegen nehmen wir den natürlich. Ich habe nur noch plus 8% Warscore. Ich finde es langsam ein bisschen besorgniserregend. Problem ist, dass wir da oben die Gebiete erobern müssen. Und dass wir aktuell alles haben. Außer diese Gebiete dort oben. Deswegen müssen wir da jetzt mal hin. Mal anfangen, die zu erobern irgendwann mal. Mal unsere Truppen weiter aufteilen. Einmal dorthin, einmal dorthin. Nicht alle. Ich habe eigentlich auf Aufteilen geklickt, ne? Scheiße, das sind sogar zwei. Ey, ihr wollt mich so schwer alle verarschen, oder? Was? Meine Wife ist krank. The future is uncertain. Death lingers closely. Yet she might survive. The time has come for drastic measures. Und es war erfolgreich. So mag ich das doch. Wer ist wieder von uns gegangen? Mein Chancellor. Na dann. Ich habe auch relativ schlechte Kollegen aktuell so ein bisschen in unserem Hof sitzen. Muss auch mal dazu sagen. Jetzt hat mir. Wer hat mir jetzt den Krieg erklärt? Wer ist denn das? Bist du denn? Prokonsul Tritania of Strymon. Okay, interesting. Das ist interesting jetzt. Bist verheiratet? Sie nicht. Wir suchen uns jetzt einfach mal Bündnispartner mit hoher Alliance Power, die nicht in unserem Reich sind. Und die Werte sind jetzt auch erstmal egal. So, wichtig wäre jetzt hier einfach nur, dass sie nicht in unserer Nordkorbarian. Ja, so, jetzt haben wir das Part of Holmes. Gut, das wäre schon mal ein gutes Bündnis. Holmes als erstes. Okay, dann, das ist mein Sohn. Dann hätten wir Alexandretta. Das sieht auch interesting aus. 5000 Mann. Und dann noch diese ganz kleine Lower Silesia. Die haben eigene Kriege aktuell am Laufen. Die gehört zum Persischen Reich. Nun dann. Ich weiß ja nicht mal, wem ich im Krieg bin. Aktuell erstmal kurz gucken jetzt.
Okay. Das ist sie. Okay, wo auch immer sie auf einmal herkommt. Aber egal. Lauter neue Bündnisse. Die können wir jetzt natürlich auch alle in den Krieg rufen. Und zwar für den Krieg um unsere Provinzen. Dann sollen die mir mal bitte helfen hier, weil ich habe jetzt gerade echt keine Nerven dafür. Dankeschön. Wo sind eigentlich unsere... Ja, wo sind eigentlich die Bauern hin? Wo kommt diese Armee? Warum ist diese Armee da? Und wo sind die Bauern hin? Und was? Und hä? Und überhaupt? Oh, okay. I see. Okay. Wir werden jetzt doch mal ganz kurz, glaube ich, eine Söldnerarmee anheuern. So eine kleine. Wir können sogar einen Holy Order machen, oder? Wir sind ja im Krieg mit einem anderen Glauben. Okay, die 6000 Mann sollten erstmal reichen. Die erste Schlacht hier zu gewinnen. Und das kann ich die 6000 Mann eigentlich auch nutzen und dann einfach dorthin marschieren. Mit denen wir übrigens auch im Krieg sind, was man auch immer nicht glauben würde, wenn man das sieht. Ich weiß gar nicht, wo die Hauptstadt, da unten ist die Hauptstadt von denen. Keine Angst, ich räche mich schon an euch irgendwann mal. So, Hauptstadt gehört ihr uns von denen. Okay, wir haben 100% gegen die Bauern, deswegen hier Frieden. Auf geht's hier oben hin. Wollen wir mal da die weiteren Provinzen. Ah, das ist natürlich sehr weite Wege, die man da latschen muss. Wenig Straßen, wenig Frauen und Kinder an der am Straßenrand, die man zum Vergnügen besuchen könnte. Ah ja, ich sollte vielleicht mal ein paar Gefangene freiticken. Wie wir nämlich sehen, haben die hier andere Ziele, als bei uns im Kerker zu schmoren. Gibt uns auch wieder viel Geld, 100 da, 100 da. High Chiefs sind ja auch immer mehr wert als zum Beispiel ein Countess, aber egal. 10, 10, 10, jawohl. Hab doch Payments offen. Ah, und naja, machen wir wieder 400, 500 nebenbei. Ganz entspannt. Wir haben ein Stresslevel erhalten. Oh. Nee, komm. Das kriegen wir schon noch los nachher. Das kriegen wir schon noch hin. Da brauchen wir jetzt hier nicht groß gucken, dass wir hier gleich das wieder alles ausgeben. Da gibt es noch eine kleine Schlacht zwischen unseren Verbündeten und diesen Hunden. Da haben wir schon 96%. Da ist übrigens eine irische Armee. Aha. Was machen die denn da? 4000 Mann sind da unten. Ah, da ist übrigens der Feind mit 8000 Mann. Aber wir haben auch schon 11000 Mann hier. Die haben auch 11000 Mann. Das ist sogar relativ ausgeglichen gerade. Ah, 150 Gold. Ja, dankeschön. Gold ist immer gut. Gold nehme ich doch immer gerne an. Gibt es da noch was zum Belagern? Nicht so wirklich, ne? Geht ihr mal dort mit hin? Florian is lost cause. By Sun and Air, Florian hovers in the limbo between childhood and adulthood. Okay. Ach so, jetzt habe ich ihn zum Hexerich gemacht übrigens. Die haben übrigens irgendeine Provinz wieder zurückerobert, deswegen habe ich wieder Warscore verloren, aber ist jetzt egal. Wir sind jetzt hier durch. Können wir euch alle einmal auflösen schnell. Weströmische Reich hat jetzt dann auch mal Großbritannien komplett im Besitz irgendwann mal. Oh, da gibt es übrigens eine Schlacht zwischen unseren Verbündeten und irgendwelchen anderen Vögeln. Die hätte ich vielleicht mal unterstützen sollen. Ja, hätte ich mal machen sollen. Wo sind meine Söldner jetzt hin? Ah, das ist kein anderer Glaube mehr. Deswegen wurden die Truppen jetzt einfach aufgelöst. I see. Ah, das läuft jetzt natürlich nicht ganz so, wie es geplant wäre. Wir kriegen auch gleich die nächste... Faction, in dem Fall Asatruische Spinner. Kannst du übrigens gleich mal hier bekehren. Dann hat sich das Problem auch direkt aufgelöst. So, 13.000, 14.000, auf geht's. Nein, nicht Raise All Men in Arms hier. Stopp, war ein Fehler. Raise All hier. So, dann kümmert ihr euch jetzt erstmal. Duchy of Sicily. Ja, da hauen sie ab, weißt du? Das sind so richtig feige Hunde, sind das. Erst hier auf dicke Hose machen und angreifen und so. Und dann, wenn es soweit ist, dann hier sich verkrümeln. So. Da haben wir dir jetzt mal kurz gezeigt, welcher Chef im Ring ist. Nämlich wir, 700 Mann verloren. Die haben 3400 verloren. Können wir unsere Truppen gleich mal aufsplitten. Und hergehen, unsere Provinzen zurückerobern. Apropos, ich kann, glaube ich, noch
Ja, genau, die ganzen Boys können wir noch mitrufen. Eins, zwei, drei. Den Kollegen aus Homs können wir auch noch rufen. Er will nichts sagen, aber. Ich glaube, die sind ein bisschen am Arsch. Noch ein bisschen erstmal Gefangene freilassen vom letzten Krieg. Naja, freilassen ist relativ. Ja, natürlich tretet ihr mir alle bei. Ich aber auch mal hoffen, ne? So, wir verteidigen mit 40.000 Mann gegen 7.700. Man will ja nichts sagen, aber... Greift hier schon jemand die an? Ne, noch nicht ganz, aber gleich. Sehr schön. Ha, hey, hallo? Ihr hättet auch einfach zur Hauptstadt gehen können, ihr Vögel, ey. Makedonien ist mit der halben Welt im Krieg. Okay. Interesting. Also hier geht einiges ab zurzeit. Nochmal 7.000 Mann, die wir ins Feld schicken können. Auf alle Fälle mal mit hoch zur Unterstützung. Das könnte nämlich ein bisschen böse ausgehen sonst. Ja, es wird böse ausgehen. Aber Verstärkungstruppen sind unterwegs und dieses Mal gewinnen wir das Ganze. Und der Kriegsgrund ist nicht mehr relevant. Hervorragend. Damit sind wir hier durch. Und jetzt kann ich einfach einen Counterkrieg führen, weil... Na? Leider, ach Gott, ist wieder keine gescheiten Claims. Gibt's wieder keine gescheiten Claims. Ey, Leute, wirklich ohne Witz. Es ist an der Zeit, dass ich meine Ansprüche endlich kaufen kann. Ich hoffe, dass wir auch so lange noch leben, weil wir sind 55. Ja, erwarte ich eigentlich schon, dass wir das schaffen. Wir haben auf alle Fälle auch so viel Geld, dass wir höchstwahrscheinlich niemals in Zukunft große Probleme bekommen dürften. Was Geld angeht. Übrigens haben sie, ist es auch schon die Version, wo Paradox die Geldgeschenke genervt hat. Gegenüber anderen Herrschern. Das heißt, die Geldgeschenke verfallen schneller von der, in der Wertigkeit. Das heißt, plus 100 Meinungen verfällt, glaube fast dreimal schneller, wie es vorher der Fall war. Komm, mal keine Tyrannei machen heute. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Bildung. Brauchen noch drei. Sollte auf alle Fälle machbar sein. Machen jetzt erstmal ein Feast, also ein Festmahl. Ein bisschen Anspannung verlieren ist eben wichtig. Damit wir, jawohl, minus 7 ist hervorragend, damit wir wieder nur noch auf Stufe 1 sind, weil sonst gibt es ein Problem. Machen wir noch eine Jagd. Nochmal 50 Stress verloren. Friend of Animals, ja, das klingt schon mal sehr gut. Eine ganz andere Frage, warum gebärst du mir schon wieder kein Kind? Wollte leider von dir trennen lassen. Nichts Persönliches. Ich brauche aber jetzt einen. Jetzt bräuchte ich einen Thronfolger. Jetzt bräuchte ich einen Thronfolger. Pass auf, einen guten Thronfolger. Und dafür brauche ich eine Frau, die mir ein gutes Kind schenken kann. Scheiße. Ah, und sie hat auch noch einen buckligen Trade, der vererblich ist. Ey, das gibt's doch nicht, echt. Man braucht halt wirklich viel Glück dann in dem so. Ich denke mal, es wird am Ende sogar darin enden, dass unser Sohn, der alte Sack. Ah, ein Krieg gegen das Persische Reich, by the way. Wer bist du denn überhaupt? Er ist aber auch mutig. Ah, oh, mein Rival ist gestorben. Das ist gut, dass er uns natürlich viel Anspannung verlieren lassen. Wollen auch alle mit rausgehen? Ja, ja, komm. Geht hier. Tschüss, tschüss. Geld nochmal hier. Duchy of Holland können wir übernehmen. Aber habe ich aktuell kein Interesse dran. Da haben wir noch zu wenig Gebiet. Was ist mit Alba eigentlich? Gut, da könnte man zum Beispiel einen Religionskrieg um das Königreich von Alba führen. Das wäre auch der eine Religionskrieg, den wir in unserem Leben führen könnten. Andere Wahl wäre natürlich Hibernia. Denke auch tatsächlich, wir holen uns jetzt erstmal Hibernia, dass wir dann ganz Großbritannien im Besitz haben. Ein Ziel, was ja bis heute eigentlich... Die falschen ausgehoben. Ein Ziel, was ja bis heute eigentlich alle römischen Herrscher, alle weströmischen Herrscher hatten. Beginnend mit Gaius Julius Caesar. Der ja auch dann damals schon Besuch abgestattet hat bei den Briten ein paar Mal. War nur leider nicht immer so erfolgreich, wie er das immer gerne gehabt hätte. Ne, ich helfe dir nicht. Ich habe hier mein eigenes Ziel. Die haben ja auch noch einen anderen Krieg irgendwie am Laufen. Neben meinem jetzt. Geht dann gleich mal hier rüber.
Das bin übrigens ich, der diese Armee anführt. Aha. Gut, Alba hat mich angegriffen. Alba hat auf die Schnauze bekommen. Wo ist denn der Herrscher von den Spinnern? Wo bist denn du? Da oben. Gott, egal. Soll er machen. Wir splitten unsere Truppen jetzt einfach mal massiv. Und belagern jetzt hier einfach mal alles in diesen irischen Flatlands da. Jetzt werden wir natürlich in den nächsten Krieg gerufen, aber das ist jetzt, oh. Wie ich immer so schön sage, leben und leben lassen. So, Holy War, Homes War, wo irgendwas ist ausgelaufen. Das ist ja ganz gut, da muss ich mich nicht weiter drum kümmern. Und irgendwo haben wir verloren, das ist ja ganz traurig. Oh, okay, da ist der Feind. Enemy gained new ally. Ja, ja. Erstmal unsere Hausmitglieder alle rufen. 1, 2. Also ich hätte ja natürlich meine Verbündeten alle unterstützt. Deswegen hoffe ich, dass sie mich jetzt auch alle unterstützen werden. Was? You can demand payment from King Carius? Ah, Carinus heißt der, Carinus. Ja, dankeschön, dankeschön. Jetzt müssen wir nur aufpassen, denn ihr seht das hier schon. Die sammeln sich hier, die Kläffer, und ja, greifen mich jetzt da oben an. Kann ich da rechtzeitig weg? Ja. Klick, klick, klick. 30.000 Mann haben wir wieder. Ja, warum greift ihr mich jetzt nicht an, hä? Warum greift ihr jetzt nicht mehr an, hä? Was ist jetzt eure Mission? Jetzt habt ihr Angst, ne? Genau. Gucken, ob wir hier auf Abfangkurs gehen können. Jawohl. 17% Warscore, dank diesem hervorragenden, taktisch klugen Sieg, den wir hier errungen haben. Können wir uns nicht wieder aufteilen und können erstmal gemütlich weiterobern. Ja, das sollte hier ein relativ einfacher Sieg sein. Oh, es gibt Ketzerei in unserem Reich. Ah, ich kann kotzen. Die Iren wurden hier besiegt. Unsere Verbündeten werden wahrscheinlich auch gleich eintreffen. Da sind schon ein paar, die belagern da unten irgendwas. Weiß ich nicht, was die da unten belagern. Ah, egal. Hat sich erledigt. Irland. Ganz offiziell mein. Das Gesetz der Dings-Nachfolge machen wir weg. Unser Neffe bekommt den Titel A und dann bekommst du den Titel B und dann bin ich zufrieden. So, Duchy of Holland, Petty Kingdom of Connacht, das will ich nicht, das juckt mir nicht. Und wieder ein paar Gefangene. 1, 2, 3 und natürlich auch wieder viele Zahlungen bekommen wir hier auch noch alles weg. So, was gibt's sonst noch, irgendwas Interessantes? Sieht mir jetzt erstmal nicht so aus. Ja, wir können auch mal versuchen, Clemens einzuladen. Ich meine, ich habe ja genug Prestige aktuell. Mal gucken, ob meine Untertanen jetzt da oben in diesen hübschen Regionen in Großbritannien jetzt da mal selber aufräumen. Ja, die hatten Anspruch auf Connacht. Leute, ihr Wichser, ihr Vögel, das ist das hier. Das ist das hier. Das haben wir schon. Der Anspruch bringt mir gar nichts. So viel zu dem Thema, dass man stärkere Gäste bekommt. Ich merke schon, wie stark die Gäste sind. So, Theocracy of Westfalen, das ist ein Duchy-Title. Eine Provinz, die uns eh schon zum Teil gehört. Warum kann es denn hier nicht jemanden geben, der hier zum Beispiel einfach mal irgendwie, keine Ahnung, das, einen Anspruch auf das Königreich von Makedonien hat oder irgend sowas? Das wäre natürlich zu einfach, denke ich mal. Und selbst wenn ich meine Claims durchsetzen wollen würde, könnte ich maximal einen Herzogtitel durchsetzen, weil wir aktuell natürlich noch nicht sowas erforscht haben wie, das ist ja erst viel später. Wo kommt denn das denn überhaupt? Hier, Divine Right. Dann können wir nicht mehrere Ansprüche durchsetzen, das gibt es aber erst irgendwann im Jahr 1050. Also ihr merkt schon, das ist alles relativ schwierig aktuell. So, du, geliebtes Weiblein, erstmal eine Romanze mit ihr. Eine Liebesballade, ja komm, wenn es sein muss. Solange es keiner hört. Weil ich kann nämlich echt nicht singen. Und jetzt los. Special Gift. Gallien. Schau, wie viel Geld ich von allen bekomme. Als ob mich alle lieben würden. Ich kann aktuell keinen unterwerfen, das ist ein bisschen schade. Powerful Vessels, you can declare wars. Titles can be created. Immer noch nichts Besonderes als nur Duchies. King of Bohemia, Blump, oder was das da sein soll. Böhmen ist das. Gibt es hier diese Mine eigentlich? Diese Goldmine? Gibt doch hier diese Goldmine.
Irgendwo in Böhmen. Ich weiß nicht genau wo. Ah, hervorragend. Das macht uns nochmal deutlich stärker, weil wir jetzt natürlich noch plus 20% unserer ganzen Ratsmitglieder als Werte dazu bekommen haben. Und nee, nicht. Nicht destroyen. Granten. Ach Gott, ey, ich sag's euch. Heuschnupfen ist sowas Ätzendes. Gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres wie Heuschnupfen. Ach Gott, ey. So. Powerful Vessels, bla. Einmal dich und einmal dich nicht. So, Persien ist ja auch wirklich mit eines der Reiche, die mit ihren 14.000 Mann nicht ohne sind. Sarmatianer haben auch 6.700 Mann. Dann diese ganzen Öst, die haben ja gar nichts mehr, diese ganzen Regionen hier. Oströmische Reich ist eigentlich auch kaputt. Wir sind jetzt wirklich in der Zwischenzeit die einzige Nation, die ja problemlos dasteht. I go ahead with my attempt. Ja, I must save her. Natürlich muss ich sie retten. Gibt uns wieder 1.500 Prestige. Eine Allianz mit Sizilien. Lehne ich ab, weil ich habe eigentlich eher das Interesse daran, sich alle mal zu erobern, früher oder später. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob es irgendjemanden gibt, der vielleicht irgendwie zufällig an unseren Hof gekommen ist mit seinen Ansprüchen. Aber das, ja. Tatsache. Und zwar er hier. Das nenne ich doch mal einen interessanten Krieg. Auch so von der Region her. Gibt uns große Teile Italiens zurück. Die Reconquista Italiens quasi. Lass mir da die ganzen Verbündeten rufen. Dafür habe ich sie ja. Homs, Alexandretta, Nishapur. Haben wir ihn vergessen? Ah ja, meine Hausmitglieder. So. Das sollte ein relativ einfacher Krieg werden, hoffe ich, oder? Ja, 4200 Mann, das ist nix. Die waren aber, glaube ich, eh schon irgendwie im Krieg, weil die haben ihre Truppen schon ausgehoben gehabt. Wenn ich das jetzt hier gerade sehe. Kümmern wir uns einmal drum. Wir gehen auch direkt zur Hauptstadt. Vielleicht können wir den Krieg auch so schnell beenden, wie er angefangen hat. Sehr schön, Schlacht gewonnen. Direkt 50% Warscore. Da wir scheinbar. Warum denn 50%? Ach so, direkt durch diese eine Schlacht. Wahrscheinlich haben wir die Armee hier einmal vernichtend geschlagen von diesen Spinnern. Und es hat dann auch schon gereicht, die militärische Schlagkraft unseres Feindes so weit zu untergraben, dass sie gar keine Bedrohung mehr darstellen und deswegen auch 50% Warscore direkt erhalten haben. So, einmal assaulten und dann ist der Krieg auch vorbei. Gut, da hätte ich gar keine Verbündeten gebraucht. Ah, so mag ich das doch. Große Teile von Italien sind jetzt auch wieder in unserem Besitz. 1, 2, 3, 4, 5 Grafschaften sind mit reingerutscht. Sehr schön. Meiner Titel ist nochmal verkaufen. Dankeschön, der kriegt einen Bikuk. Ah. Ja, wobei, er ist ein ganz guter eigentlich. 34, 8, 6, 7, wie schön, ich mag das. Stone of Glass, ah ja, perfekt, Learning Lifestyle Experience für Gold. Und dann sind wir jetzt nämlich gleich an dem Punkt, wo wir dann das letzte freischalten können, was wir brauchen. Und zwar können wir dann Ansprüche kaufen und kaufen uns natürlich Herzogtümer-Ansprüche und werden natürlich ein paar Kriege um Herzogtümer führen. Einfach zu faul bin halt, ja. Bin einfach zu faul, Kriege mit Grafschaften zu führen, sag mal wie es ist. So, jetzt. Sanctioned Loopholes. Dankeschön. Gegen die kann ich jetzt erstmal keinen Krieg führen. Was wir jetzt hier machen können, warte mal, die sind im Krieg mit. Was ist denn hier los? Die werden irgendwie belagert. Strimmen sind im Krieg mit denen. Die kenne ich nicht. Die sind mir unbekannt. Okay, schauen wir ganz kurz. Das ist Genua. Okay. Genua. Ah, das ist jetzt wieder schwierig. Das ist ja eigentlich. Hab ich da einen Anspruch drauf? Kann ich da einen Anspruch drauf kaufen? Nee, normal nicht, ne? Okay, hatte mir. Das läuft wieder anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Oströmische Reich. Wer hält denn diesen Titel hier zum Beispiel? Du. So. By claim.
Province of Dutchaikia. One more by claim. So, jetzt haben wir uns quasi Ansprüche vor allem auf jene Provinz gekauft. Was wir jetzt einfach machen können, ist eben den Krieg erklären und dann meine Claims durchsetzen, aber halt nur einen. Das ist halt das Problem. Aber in dem Fall, diesen Claim hier ist ein schöner großer Claim. Gleiche könnten wir mit Makedonien auch machen, indem man zum Beispiel hergeht und sagt, okay. Ich glaube, das machen wir auch zuerst. Ich glaube, das ist sogar die bessere Idee. Das ist nämlich eine sehr leckere Provinz da von Makedonien. Ich glaube, das machen wir als erstes. Das ist die bessere Idee. Meine Freunde, unterstützt ihr mich bitte alle. Ich habe hier einen kleinen Krieg am Laufen, für den ich eure geliebte Unterstützung haben würde. Und das Gute ist, wir haben übrigens auch direkt... Ah, okay, wir sind auch direkt im Krieg mit dem Oströmischen Reich. Die sind mit reingerufen worden, habe ich aber gar nicht geschaut. Wieder nicht aufgepasst. Unsere ganze Armee hier ausheben. Und will ich mit der wunderschönen Aktion Ihnen sagen, wir sind im Krieg mit dem, ja, verbleibenden Oströmischen Reich. Mit 4000 Mann. Sehen wir uns nächste Folge wieder. Mach's gut. Tschüss.